Glück auf! Hallo! Ja, wie versprochen, Stellplätze. Wir haben uns direkt mal einen relativ nah bei Viator ausgeguckt. Camper Park Sierra Alamia. Genau, Area Sierra, irgendwie sowas, ja. Camper Park Sierra Alamia, aber da steht's auch. Camper Park Sierra Alamia, da steht's. Gut, gucken wir uns gleich an. Genau. Ja, also was man auf jeden Fall schon mal festhalten kann, die Anreise ist eher ein bisschen speziell. Ja, für uns jetzt, weil wir ja vom Dorf gekommen sind. Das ist richtig. Also wir sind quer durch diese Flussbänder. Trockenen Flussbetten und Tomatenzelten und frage es mich nicht. Und Plantagen. Ja. Aber auch die echte Zufahrt hier ist also nicht unbedingt was wir so als Straße bezeichnen würden in Deutschland. Ja, es ist Natur. Aber es sind welche da und kommen auch welche an. Also alles kein Ding. Ja, aber ich sag mal, Luftfederung wäre auf jeden Fall angesagt. Oder sowas, ja. So, wir gehen mal los. Wenn ihr mal guckt, da. Camper Park Sierra Alamila. Die Zufahrt selber, also alles, was er hier selber auf seinem Grundstück beeinflussen kann, hat er gut gemacht. Aber hier oben ist es wenigstens noch geschottert. Das hört dann aber gleich etwas später auch auf. Da unten seht ihr die Autobahn. Das heißt, es ist also schon relativ zentral. Allerdings fußläufig ist hier auch mal gar nichts. Im anderen Video ja schon mal gedreht. Wenn ihr mal ein bisschen zurückguckt bei uns in den Videos, dann seht ihr Sierra Alamia, da oben ist so eine warme Quelle und das ist sehr nett, sehr romantisch. Aber es ist eben oben, sprich da oben. Und naja, fußläufig, also ungefähr, wartet mal, guck mal hier über die Bäume. Da seht ihr so ein Gebäude auf dem Berg. Wenn ich mich nicht ganz stark irre, müsste das so ungefähr diese geplante Wasserfabrik sein. Und dann noch ein Stückchen höher, also da ungefähr müsstet ihr dann hinlaufen. Das ist jetzt nicht wirklich was man mal eben so vorm Frühstück erledigt. So, und dann geht es hier hoch, beschrankt das Ganze. Und momentan sieht es hier also recht verlassen aus. Das heißt, keinerlei Wohnmobile zu sehen. Was man sehen kann, ist Toilettenanlage, kleine Windkraftanlage oben auf dem Dach. So, was zeigt Maria uns? Es ist offen. Ja. Man soll anrufen oder eine WhatsApp. Ja. So, und anscheinend haben sie hier keiner, der aufpasst sozusagen. Aber es ist videoüberwacht. Das habe ich schon gelesen gehabt. Ja. Wasser ist vor. Ja. Auf spanische Art. Und dann gibt es auch Toiletten, Waschbecken und alles. Und gestern war es hier noch voll. Wir sind anscheinend heute alle abgefahren. Gut, vielleicht haben die gehört, dass wir kommen. Ja, da seht ihr ein paar Bänke, kann man sitzen. Ein paar Grills. Grills? Grille? Grills. Grills ist, glaube ich, gut. Ja, ich sag mal, hier hat sich einer Mühe gegeben, sein Grundstück zu nutzen. Und die Aussicht, naja, wenn ihr mal guckt. Auf den. Ihr guckt Wüste. Hier über. Das ist die Wüste von Tavernas, gehört das auch zu. Guckt ihr über mehr oder weniger hier so Richtung Pecina, Almeria, da die ganze Ecke. Jo. Da guckt ihr dann allerdings auch nur auf Plastikplanen. Mhm. Also der Platz selber ist nett gemacht. Umfeld muss man sich gut überlegen, ob das hier für einen Sinn macht oder nicht. Es hat, wie schon noch mal erwähnt, Duschen. Es hat auch fürs draußen Spülen da. Es hat Toiletten. Und irgendwas auch mit Verkauf haben die noch vor. Tja, dann drücken wir mal die Daumen. Er scheint auch hier unten noch eine Erweiterung zu planen. Also ja. Hier ist er noch wild zugange. Hier glaube ich das Wasser gerade. Ja. Ja, da habt ihr mal eine Idee. Also ich glaube, sagen zu können, den würden wir jetzt persönlich nicht anfahren, aber er wird angenommen und für den einen oder anderen, je nachdem was der vorhat, macht er ja auch Sinn. Also wer zum Beispiel mit einem Elektro-Mountainbike unterwegs ist oder vielleicht sogar mit einem Quad oder sonst was,
dann ist das hier natürlich vielleicht auch eine super Angelegenheit. So, das also zu diesem Stellplatz und wir machen uns jetzt dann ins Auto und fahren dann direkt mal den nächsten Platz an. Wenn wir schon so eine Tour machen, dann sollte er ja was davon haben, ne? Mit Freiheit im Herzen und Reisen im Sinn, weil ich als Camper geboren bin. Unterwegs im Mobil, das treu uns begleitet. Viele fragen sich, was uns denn wohl reitet. Die Nächte sind mein Zuhause, der Himmel mein Dach. Was macht denn der Nachbar da heute so'n Krach? Schon sitzen wir zusammen, haben alle viel Spaß. Gemeinsam geben wir richtig Gas. Ein Bier in der Hand, die Würstchen auf dem Grill, das ist doch alles, was ich will. Wir sind schon am nächsten Platz angekommen, so schnell kann es gehen. Ne? Ja, aber auch im wahren Leben war es gar nicht so weit. Und zwar sind wir hier, erinnert euch, im letzten Video haben wir uns angeguckt, hier Fort Bravo, Tabernas, die Ecke. So, also das ist hier so 2-3 Steinwürfe entfernt, würde ich mal sagen. Das Ganze nennt sich hier Route 66 und ganz interessante Angelegenheit. Wir sind jetzt gerade, weil schon Mittagszeit ist, erstmal hier eingekehrt. Wer eine Kleinigkeit essen, zu recht zivilen Preisen, muss ich sagen. Und ja, wenn wir hier ein bisschen was gegessen haben, dann gucken wir uns das hier an. Wir haben schon nachgefragt, wir dürfen ja alles filmen. Das heißt, wir gucken uns mal hier die Lokalität an. Die ist ja interessant gemacht, cool gemacht irgendwie. Hier nebendran Stellplatz. Deshalb sind wir überhaupt hier rüber gefahren und hinten dran haben wir erfahren, gibt es seit 2 Jahren auch noch einen Campingplatz, wer dann genau Bedarf hat, noch ein bisschen mehr als nur einen Stellplatz zur Verfügung zu haben. Gucken wir uns gleich alles an. Wie gesagt, lasst uns mal eben ein bisschen essen. Essen zeigen wir euch auch. Zu den Preisen sagen wir euch gleich 1-2 Worte, denke ich mal. Und dann marschieren wir gemeinsam los. Das Essen ist da. Wenn ihr mal guckt. Das soll übrigens hier Wildschwein sein. Ist ja auch mal ganz interessant, aber gut. Kochschlick vom Wildschwein. Das, was vom Wildschwein überbleibt, muss ja auch gegessen werden. Man kann ja nicht aus allem Schinken machen. So, jetzt habe ich auch mein Mikrofon wieder. Meine Frau hat mal wieder zugeschlagen und ihr Handy in mein Mikrofon eingewickelt. Und ach, frag mich, was die alle treibt. Die ist übrigens auch schon gleich fertig mit Essen. Die hat sich eher noch für Frühstück entschieden. Wir sind hier so auf der Kippe. Weil hier in Spanien Mittagessen ja eigentlich eher so 15 Uhr ist. Dafür essen die dann aber auch erst um 21, 22 Uhr Richtung 23 Uhr ihr Abendbrot. Na ja gut, sei es drum. Andere Länder, andere Sitten. Ja, dieses Schnitzel, was ihr gerade hier gesehen habt, oder Kotelett mit Pommes, kostete so knapp 15 Euro. Maria hat da so eine Überdosis an Eiern, wie ihr seht. Omelett mit Spiegelei, das ist auch eine wilde Kombi. Kostete? Bei mir, meinst du? Ja. Ich habe eine besondere frei bestellt. Das heißt, ich weiß den Preis noch nicht. Den bin ich gleich will. Möck, 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 nur damit dann am Ende weiß ich nicht rauskommt. Auch schön. Ja gut, sei es drum. Wir sagen euch gleich mal eine Summe. 2 Cola, Überdosis Eier plus Stück Fleisch. So, und jetzt wird mein Fleisch kalt, ich muss essen, bevor wir losmarschieren. Der Vollständigkeit halber. Also, Marias verspätetes Frühstück und mein vorgezogenes Mittagessen lagen bei 29 Euro und ein paar Cent. Wo man echt nichts gegen sagen kann, aus meiner Sicht der Dinge. Alleine die 2 großen Cola und so dabei, das war schon echt okay. So, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Eingang von Route 66. Und wenn ihr einfach mal guckt, das sieht schon so ein bisschen aus wie Texas, ne? Kann man nicht meckern. Da habt ihr schon mal den ersten Blick auf den Stellplatz, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer hin. Und hier dann die Lokalität. Ja, bisschen lauter, wie ihr merkt. Eigentlich eine ganz pfiffige Idee, wenn ihr mal hier den Blick schweifen lasst. Ein paar amerikanische Autos, die wahrscheinlich schrottreif waren, zusammengekauft und hingestellt. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein amerikanischer Drive-In oder so ein Truckstop oder frag mich, irgendwas in der Art. Also wirklich ganz interessant gemacht. Maria hat gerade da jemanden gefunden. Das sind Camper, die Deutsch sprechen, unterhält sich. Und sie war so nett, den Kollegen hier in dem Restaurant zu bitten, ob er mal die Musik ausmacht, damit wir mit unserer Filmerei keinen Stress kriegen. Und das hat auch, glaube ich, funktioniert. Thank you.
Ja, Musik ist abgedreht. Hervorragend. So, schaut mal hier rein. Das ist doch cool, oder? Da hat einer richtig was zusammengekauft. Von einer Musikbox über alles, was man sich so ja, bei uns vorstellt, was man in Amerika finden müsste. Selbst Elvis ist da. Motorrad. Cool gemacht, oder nicht? So, wenn man hier hinten rüber geht, Billard spielen, Kika. Hier allerlei Tische zusammengesucht. Ja, also von der Idee her finde ich es wirklich cool. Ist mal was Besonderes. So, und jetzt gehen wir mal Richtung Stellplatz und Campingplatz. Ich denke, Maria hat gerade ihr Insider-Gespräch auch beendet. Ja, uns blutet schon wieder das Camperherz, mit dem Leihwagen unterwegs zu sein. Ist nur die zweitbeste Option. Wir haben uns wahrhaftig eine gute, weiß ich nicht, mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Dreiviertelstunde festgequatscht. War ein super nettes Gespräch mit den Deutschen, die hier schon seit Januar, glaube ich, habe ich in Erinnerung, hier schon unterwegs sind. Toll und beneidenswert, da kommen wir aber hoffentlich auch noch hin. So, und jetzt geht's Richtung Stellplatz. Also das, was wir für den Stellplatz gehalten haben, ja gut, da könnte man stehen, ist aber wohl eher ein Parkplatz, hat Maria gerade erfahren. Wobei ich immer noch denke, dass es auch ein Stellplatz ist. Aber sei es drum. So, und hier geht's dann Richtung Campingplatz. Hier ist Minigolf, sehe ich gerade. Na gut, jetzt darf man eins nicht vergessen. Für die ist hier jetzt immer noch aktuell Winter. Das heißt, die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen. Man sieht hier, der Platz ist noch recht ungepflegt. Ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Wochen dann ändern wird. Wissen tue ich es aber natürlich nicht. Hier ist man anscheinend gerade dabei, Häuschen zu bauen. Interessantes Design. Dach fehlt noch, Fenster fehlen teilweise oben noch oder die setzen gerade die zweite Etage irgendwie drauf. Aber die kann man dann anscheinend irgendwann auch anmieten. Ja, so Stück für Stück. Sieht ja interessant aus, weil es wird so eine richtige Westernstadt. Post Office, Bank, Warehouse. Ja. Ja, ich sag's, sehe ich gerade. Der hat erzählt, dass das noch nicht ganz fertig ist, ein bisschen das Geld noch reinkommen muss. Ah ja, okay. Ja, hier. Regeln. Regeln. Kein Zutritt zum Campingplatz für nicht angemeldete Personen. Wir sind aber angemeldet. Ja. Verbot des Aufstellens Ihres Wohnwagens, Anhängers oder Wohnmobils auf einem ungeplanten Gelände. Lärm zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Und so weiter und so fort. Statt aus. Ja, aber interessant, ich sag gerade hier, die Bauweise jetzt hier so, die geben sich ja schon Mühe, dass, wenn das mal richtig fertig ist hier, wird das schon eine richtig schöne Angelegenheit, da kann ich mir vorstellen. Nette kleine Villa, auch nicht übel, würde ich auch nehmen. Ja. Wirklich interessant gemacht. Auch hier, guck mal, Kakteen und so. Also die Ansätze, die Ideen, die man hier verwirklichen möchte, die sind ja wirklich interessant. Diese Metallgestänge da, das scheinen dann so Wigwams zu werden. Also er hat ja noch richtig viel vor. So, das sind dann jetzt was im Moment. Das scheint das Sozialgebäude hier zu sein. Hier gibt es Wasser. Stromanschlüsse. Hier sind dann die einzelnen Parzellen, sehe ich gerade. Hier, ne? Plaza 22. Mhm. Also hier ist dann der Stellplatz. Ja, hier stehen Spanier, Holländer, alles vorhanden. Und der schöne weite Blick auf die Berge. Ein paar Olivenbäumchen unten drunter. So, und hier Zugang zum Sozialraum. Für Schwerbehinderte hat man auch dran gedacht.
Da ist Damen. Na, wir nehmen mal lieber die Seite, bevor es Mecker gibt. Da hat jemand Strom gezapft anscheinend. Ja gut, Toiletten ganz normal. Warum Toiletten hier häufiger keine Brillen haben, bleibt spanisches Geheimnis. So, hier sind Duschen anscheinend. Ja, das ist okay. Kleine Spülsteine, gut Sauberkeit, kann man ein bisschen dran arbeiten. Ja, warum nicht, ne? Gut, gehen wir mal raus. Gucken mal, wer den Strom hier zapft. Duschas. Duschas. Gut. Da kommt das Stromkabel raus. Und der Kollege, der Niederländische, gönnt sich hier den Strom. Da oben kann man sich hinsetzen und essen. Aber es ist die Treppe sogar kaputt. Das machen sie ja noch. Wie gesagt, die sind noch dabei. Ja. Das dauert noch einen Moment. Aber ja. Das ist als Western gemacht, Texas oder sowas. Ja. Ja, alles noch ein bisschen provisorisch hier, aber wird mal interessante Angelegenheit, so wie das aussieht. Wir werden das mal die nächsten Jahre, denke ich, im Auge behalten. Immer mal wieder, wenn wir hier sind, gucken, wie weit die denn so wohl gekommen sind. Aber der Ansatz ist schon ganz interessant. Ganz nett. Gut, das dann zu diesem Stellplatz.